Gegenstandsnummer SCP-860. Objektkategorie sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-860 wird in einer Holzbox in einem Korridor in Sektor 8 aufbewahrt. Es sind keine weiteren Aufbewahrungsmaßnahmen für das Objekt erforderlich. Beschreibung: SCP-860 ist ein unauffälliger dunkelblauer Schlüssel, auf dem nach scheinbar zufälliger Zeit Zahlen auf der Rückseite erscheinen, von denen inzwischen angenommen wird, dass es UTM-Koordinaten sind. Seitdem SCP-860 in Gewahrsam genommen wurde, haben sich die Koordinaten dreimal verändert. Der Schlüssel funktioniert mit jedem Schloss im Umkreis der angegebenen Koordinaten. Er wandelt seine Form, um ins Schloss zu passen. SCP-860 funktioniert nur bei Türschlössern und würde auf andere Sicherheitsvorrichtungen keine Auswirkung haben. Wenn SCP-860 eine Tür öffnet, führt diese Tür nicht zu dem Ort dahinter. Die Tür wird stattdessen zu einer Waldlichtung mit einem 80 cm breiten Gehweg führen, den wir als SCP-860-1 bezeichnen. In diesem Gebiet befindet sich laut Beobachtung dunkelblauer Nebel. Sobald eine Person in SCP-860-1 eintritt, wird sich die Tür automatisch schließen. Wenn man sich in SCP-860-1 befindet, scheint die Tür an einer unendlichen Wald befestigt und verschlossen zu sein. Die Tür wird außerhalb von SCP-860-1 nicht zu öffnen sein und jede Versuche, dieses zu bewerkstelligen, sind bis jetzt gescheitert. Versuche, die Tür von SCP-860-1 aufzubrechen, führten zu verschiedenen Unfällen. Der Pfad in SCP-860-1 führt zu einer weiteren Tür an einer unendlichen Betonwand. Hinter dieser Tür befindet sich das Ausgangsgebiet, an dem SCP-860 zum letzten Mal verwendet wurde. Bei dem Erkunden von SCP-860-1 wurden andere paranormale Ereignisse gemeldet. Die Ereignisse werden in Dokumenten 860-1 bis 860-4 erläutert. Nach den Ereignissen, die in Dokument 860-4 erläutert werden, dürfen nur noch 4 Level-Angestellte auf SCP-860 zugreifen.